Ja, ich bräuchte mal so eine Komplettausrüstung für 6-Seelen-Platte. Also im Stillwasser, um auf möglichst viele verschiedene Fischarten richtig, zu können. Richtig. Gibt natürlich sehr viele Sachen, alles klar. So 6-Seelen-Platte als Grundeinstieg würde ich sagen, dass man irgendwie so eine etwa 5 Meter lange, nicht zu schwere Rute nimmt. Ja. In einer relativ feinen, kleinen Rolle oder von der Größe her maximal so etwas. Ja. Und dazu werden dementsprechend auch das andere Know-how, sprich also die Schnur, 20er, 22er Schnur. Ja. Stillwasser, die Fische sind vorsichtig, die beißen vorsichtig, da muss man natürlich auch ein bisschen dementsprechend der dünne Geschirr drauf machen. Ja, ich habe zum Beispiel gestern Abend war ich nachtangeln, ja, und der hat die ganze Zeit angewissen, ja, und hat immer wieder losgelassen, immer wieder, immer wieder. Und das bestimmt eine Stunde lang. Da kann alle möglichen Sachen sein. Im Regelfall sagt mir das, dass du da irgendwie zu dickes Geschirr hattest, wo wir gerade von gesprochen haben. Ja. Das weiß ich, kann ich nicht sagen, 35er Schnur oder sowas gefischt hat. Mhm. Im Stillwasser, der Fisch hat Zeit zu gucken, der hat Zeit daran zu testen. Ja. Möglicherweise oder wahrscheinlich, wenn du eine 20er Schnur und einen 16er Vorfahr und anstatt einen 2er Haken, einen 10er Haken drauf gehabt hättest, hätte der Fisch gebissen, ob du den rausgekriegt hättest damit. Das ist immer noch eine zweite Sache. Ne? Ja, aber die gehen dann nicht so vorsichtig dran. Und gerade im Stillwasser ist es so, dass der Fisch ganz vorsichtig beißt. Mario, wie bist du auf die Idee gekommen, einen Angelladen zu eröffnen? Ich bin Angler und wollte vor rund 30 Jahren angeln gehen. Habe in Mülheim gewohnt, habe mir Köder holen wollen und diese leider nicht bekommen. Und dann habe ich mir gedacht, wenn keiner dir in Mülheim Köder verkaufen kann, dann machst du das selber. Habe dann mich erkundigt, habe mir Kostenvoranschläge und so weiter reingeholt, ein Ladenlokal gesucht und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Ich erinnere mich noch an deinen ersten Laden, der war ja wesentlich kleiner. Da hat sich einiges getan in den letzten Jahren. Ich bin praktisch von meinen Kunden gezwungen worden, immer mehr zu tun. Also ich bin von rund 25, 30 Quadratmeter 1980, 28 Jahre jetzt her, umgezogen, 150 Meter weiter. Dann habe ich dann mit Lagerfläche und so etwa 150 Quadratmeter genommen. Das wurde dann auch wieder zu eng und auf Anraten meines leider verstorbenen Cousins habe ich dann hier diesen Laden von ihm übernommen. Wir waren vorher Tapeten und so weiter drin. An sich habe ich gedacht, viel zu groß, aber wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, eine größere Halle oder irgendwas zu kriegen, müsste ich hier auch schon wieder ausziehen, weil es auch schon wieder zu eng geworden ist. Laut Aussage einiger Angelgerätehersteller bist du ja der erfolgreichste Discounter Deutschlands. Ist das ein Titel, der dir gefällt? Da habe ich viel für getan, da muss man drauf hinarbeiten. Wobei Discounter ist vielleicht nicht so dieser den Begriff, den ich gerne höre. Ich bin also verkaufe günstige Waren, ich fliege nach China, gehe da selber einkaufen, habe Verbindungen nach Indien, über die ganze Welt praktisch, kaufe Qualitätsware, wo auch namenhafte Großhändler und so weiter einkaufen, aber lasse den ganzen Zwischenhandel weg und dadurch kann man natürlich günstigere Preise machen. Möchte aber doch von dem Discounter weg, weil ich hoffe, dass ich hier auch Qualitätsware verkaufe, neben dem billigen Zeug, was nicht schlecht sein muss, aber in einem billigen Gerät. So ein bisschen weg vom Discounter, ja. Hat sich im Laufe der Jahre viel getan in Richtung Preisentwicklung? Ja, enorm. Also ich kann mich erinnern, meine erste Angelroute, eine Diver-Route, 6,30 Meter, unbedingte Stückroute, die hat damals, die habe ich geschenkt bekommen, die hat 69,90 Mark gekostet. Die gleiche Route habe ich jetzt hier stehen zum Preis von 9 Euro, 8 Euro in dem Bereich etwa. Also die Preise sind nach unten gegangen, bei gleichbleibender Qualität, vielleicht sogar verbesserter Qualität. Ich glaube, wir sind eine von den ganz, ganz wenigen Branchen, diese Angelgerätebranche, wo man das Doppelte verkaufen macht, muss wie vor 20 Jahren, um den gleichen Umsatz zu machen. Und das zwingt dich dann zur räumlichen Expansion von kleinen in großen Laden und jetzt womöglich in noch größeren Laden? Ja, mit dem noch größeren Laden, mal schauen. Aber es zwingt einen wirklich dazu. Wenn ich losfahre, einkaufen, ich kaufe keine 100 oder 200 Schwimmer in Fernost ein, sondern ich kaufe, was war das, ungefähr 2 Millionen habe ich im letzten Jahr auf der Messe gekauft. Und genauso geht es mit allen anderen Sachen. Du kannst keine 10 oder 20 Angelrouten bestellen, sondern musst 400, 500 Routen bestellen, je nach Qualität.
Und die musst du natürlich auch irgendwo unterbringen. Du musst dann auch die Leute haben, die kommen. Die kommen natürlich nicht, weil ich dunkle Haare habe oder einen grauen Bart oder ähnliches, sondern die kommen, weil sie sich einen Vorteil versprechen, wenn sie hier hinkommen. Entweder im finanziellen, fachmännische Ratschläge. Und ich hoffe, dass ich beides gut machen kann. Und mein Personal, meine Leute sind natürlich auch geschult. Ne? An den Oberhausen kannst du die Kunden natürlich nicht alle finden. Das heißt, du hast eine Menge Werbekosten? Das auf jeden Fall. Was aber auch noch ist, ich habe also einen Einzugsbereich, einen Bekanntheitsgrad, bilde ich mir was drauf ein, kann ich hoffentlich auch. Der geht also 150, 200 Kilometer. Teilweise aus Berchtesgaden kommen Kunden runter, wenn sie hier irgendwie was zu tun haben. Ich habe in Kenia Leute getroffen, die mich kannten. Die kamen aus Hamburg, Berlin oder wo auch. Ne? 28 Jahre lang, jede Woche oder jeden Tag im Laden, da muss irgendwas rauskommen. Ne? Bin ich auch stolz drauf. Mario, ich kenne ja noch deinen alten Laden in Mülheim. Wenn ich den jetzt so vergleiche mit dem jetzigen, da hat sich eine Unmenge getan, vor allem was die Artikelvielfalt anbelangt. Wie hast du denn die Entwicklung der letzten 28 Jahre so erlebt? Oh, das ist eine ganz andere Sache vor 28 oder 25 Jahren und heute. Damals, als es angefangen hat, war Aalangeln zum Beispiel angesagt mit nicht unter 40er, 45er Schnur. Heute gibt es so feine, geflochtene Schnüre, dünne Schnüre. Die haben einen Durchmesser von 0,10, 0,12 mm. Und die doppelte Tragkraft der Schnüre, die es damals in dem vierfachen Durchmesser gab. Also es hat sich von vorne bis hinten alles geändert. Die Leute haben sich mehr spezialisiert. Früher war der eine war Aalangler, der andere war froh, wenn er mal einen 8-Pfund-Karpfen gehabt hat. Heute sind 40 Pfünder an der Tagesordnung. Dementsprechend hat sich das Gerät verändert. Die Rollen, die Routen sind hochwertiger geworden, die Bremsen besser geworden und die Angler selber haben sich mehr spezialisiert. Man hat heute nicht mehr den Allround-Angler oder ganz wenig, sondern man hat Angler, die sagen, okay, ich bin jetzt Zanderangler oder Raubfischangler. Der andere sagt, ich gehe nur auf Karpfen angeln. Fiederrouten, Fiederfischen, das ist natürlich auch dazu gekommen, die ganze Meeresangelei, Norwegen. Als ich angefangen habe, gab es nur Irland und sonst gar nichts. Heute fährt jeder Zweite nach Norwegen, der hier reinkommt. Dementsprechend hat sich das Gerät verändert. Das heißt, du hast natürlich auch eine enorme Warenvielfalt hier im Laden. Hast du ungefähr eine Ahnung, wie viele verschiedene Artikel du im Angebot hast? Wenn ich ehrlich sein soll, nein. Aber ich habe, als ich diesen Laden hier 1990, diesen Laden, hier eröffnet habe, da haben wir ein Quiz oder eine Tombola gemacht. Da sollte geschätzt werden, wie viele Artikel hier drin sind. Ein fachkundiger, intelligenter Mensch hat mir dann gesagt, hier wären ca. 18.000 verschiedene Artikel. Ne, Hakengröße 1, 2, 3 sind alles verschiedene Artikel drin. Und bis jetzt hat sich die Menge der Ware mindestens verdoppelt oder verdreifacht. Ich würde so sagen, 25.000 verschiedene Artikel kann man nehmen. Was gibt es denn für aktuelle Neuheiten auf dem Angelsektor? Es kommt praktisch fast täglich was Neues raus. Gravierend, einmal diese Kunstköder-Sache mit den Gummiködern, das hat sich so in den letzten 10 Jahren sehr viel entwickelt. Aber im Prinzip die größte Neuerung, beziehungsweise was den größten Schritt gemacht hat, habe ich zufällig hier liegen. Das sind die Sachen zum Forellenangeln. Wie zufällig, ne? Man kann das wirklich. Mit der Einführung des Spirulino hat sich dabei ein ganz neuer Markt aufgetan. Früher gab es praktisch Spirulino in einer Form, klar, sinkend oder schwimmend. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Ne? Da haben sich natürlich jetzt so viele Sachen getan. Es wurden verschiedene Farben gemacht. Rot, Gelb, Grün, Blau. Wofür das nötig ist, weiß keiner. Es wird einfach gemacht, um den Kunden. Gelb spricht den Kunden mehr an als eine schwarze oder eine klare Form. Zweckmäßiger ist das schwarz oder klare, weil der Fisch das weniger sieht, weniger skeptisch ist. Es wurden dann Spirulinos entwickelt. Wie das funktionieren soll, weiß ich auch nicht. Die in einer gewissen Wassertiefe stehen bleiben sollen. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Wenn es schwerer ist als Wasser, geht es runter. Ne? Wir reden jetzt nicht von 500 Meter Tiefe, aber ne? Das sind so Spirulino-Sachen. Dann gibt es diese Forellenteich-Sachen, die gibt es jetzt in 100 verschiedenen Farben. Da werden dann
auch künstlich so Propeller gebaut. Gibt es immer bitte in so einem Ding so einen Propeller da an, dann braucht man da nicht. So künstliche Propeller gebaut, damit man diese Teichsachen nicht mehr machen kann. Das ist so ein, ich weiß nicht, ob man das drauf kriegt, so ein Plastikteil, das kommt auf einen Haken drauf und wenn das durchs Wasser geht, dann dreht sich das. Ne? Man braucht also den Teich angeblich nicht mehr. Dann gibt es Piloten, die vor die Spirulinos oder vor die Schwimmer gebaut werden, vor die Wasserkugeln gebaut werden. 40 Größen, jede Größe 40 Farben. Und dann gibt es noch die verschiedenen Formen, oval, rund, ganz schwer und so weiter. Also da hat sich am meisten getan, im Forellenbereich am meisten. Was jetzt ganz groß im Kommen ist, ist die Sache mit dem Welsangeln. Das ist die nächste Tendenz, wobei man hier bei uns schon viel zu viele Welse hat. Da möchte ich mich aber auch nicht drauf einlassen. Ich will nicht sagen, dass man die jetzt kaputt machen soll. Das ist nicht meine Lebensweisheit. Das wäre also dann die Sache, die jetzt, der Trend entwickelt sich dann dahin. Aber hauptsächlich beim Raubfischangeln. Das Karpfenangeln ist am Weg nach unten. Das war so eine Modeerscheinung, die bis vor 5, 6 Jahren groß war. Es gibt immer noch welche, die es machen. Aber das bewegt jetzt in die andere Richtung. Die Leute gehen mehr zum Raubfischangeln über. Karpfenangeln ist also nicht mehr so sehr in Mode wie noch vor 10 oder 15 Jahren? Nur noch einige Spezialisten, die machen es. Einige ist untertrieben. Es gibt immer wieder Leute, die versuchen es wieder neu. Aber mit eben mal einen Karpfen fangen gehen, ist es ja nicht getan. Das ist auch eine Wissenschaft für sich. Und bei den Leuten, die damit angefangen haben, da ist es so ausgereift, dass sie keine Lust mehr dran haben. Und die Leute, die neu anfangen, kriegen auch relativ wenig Tipps von den Leuten, die erfahren sind. Das ist natürlich eine Sache, die ich nicht schön finde persönlich. Aber muss ja jeder Angler selber wissen. Fliegenfischer-Equipment verkaufst du also fast gar nicht? Nee. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das in unserer Gegend sehr, sehr schwer ist, Fliegenfischer-Sachen zu verkaufen. Wir haben nicht die richtigen Gewässer dafür. Ich hatte mal ein Ladenlokal hinten von 40 Quadratmetern, da habe ich nur mit Fliegenfischer-Zubehör eingerichtet. Aber das ist so beratungsintensiv und es gibt leider die eine Ausnahme von den 20 Leuten, die gekommen sind, die haben eine Macke. Und nach 14 Tagen, 3 Wochen habe ich die Sachen ausverkauft, mache ich nicht mehr. Das war mir viel zu intensiv, viel zu anstrengend. Ich weiß, dass es in Gegenden, wo die Gewässer dafür da sind, eine sehr, sehr schöne Sache ist. Aber bei uns hier ist es, kommt auch immer mehr, aber für mich kommt es nicht mehr in Frage. Du hast ja immer mehr Multirollen hier im Laden mit, ich weiß nicht, wie viel Kugellagern. Ist das der neue Trend, dass die Leute mehr mit Multirollen fischen? Jein, ja. Also vor 10 Jahren hatte ich vielleicht 4, 5 Multirollen im Laden. Heute sind es 500 oder 300. Der Trend ist dahingehend für spezielle Angelarten. Also es hat angefangen, als dieser Norwegen-Boom eingesetzt hat, mit einer Rolle so in dieser Art, in der Größe, für eine 50er Schnur damals, monophile Schnur. Und heute wird ja dann die geflochtene Schnur da hauptsächlich gefischt. Damit hat es überhaupt angefangen mit den Multirollen hier in unserem Bereich. Es wurden immer mal die eine oder andere Multirolle verkauft. Was so in den letzten 2, 3, 4 Jahren dazu gekommen ist, sind diese Baitcast-Rollen, diese kleinen Rollen zum Spinnfischen, Einhandfischen mit der Spinnrute. Das ist also in den letzten Jahren dazu gekommen. Es hat sich noch nicht ganz durchgesetzt. Ist eine Frage auch des Preises, weil die kosten dann, wenn sie einigermaßen vernünftige Qualität sind, kosten sie auch ein paar Euro. Aber der Trend ist da doch schon nach oben gehend. Wenn man jetzt, früher hat so eine Rolle nicht unter 150 Euro gelegen, heute kriegt man sie für 70 Euro schon von Markenfirmen. Unsere Selbstimporte sind auch schon für 20 Euro zu kriegen. Das lässt natürlich auch ein bisschen mehr zu, dass man das testet. Wer kauft eine Rolle für 150 Euro zum Testen? Und dann geht es natürlich dadurch, dass die Welt immer kleiner wird, man kommt also doch mehr rum. Es gibt immer wieder mehr Angler, die Big Game Fischen machen, die nach Afrika, nach Mauritius, nach was weiß ich wohin fahren, um mal den Fisch ihres Lebens zu fangen. Da gibt es dann diese größeren, wobei das kein großes, das ist ein relativ kleines Objekt noch, Multirollen für Fische, sowas wie für 70, 60, 80 Kilo schwere Fische, ist sowas gedacht. Dann gibt es natürlich die Dinger, die dann so breit packen, dann 1000 Meter, 100er Schnur.
Das verkaufe ich aber hier nicht. Da ist mir dann der Markt auch zu speziell. So bis zur 50 Lips-Klasse ist es schon okay. Das sind also diese Multirollen, die man heute verkauft oder die ich heute hier in der Gegend verkaufen kann. Aber die meisten der Ruhrpott-Angler fischen dann noch immer mit Stationärrollen. Entspricht das auch deiner Erfahrung hier im Geschäft? Jein, ja. Die können dann aber nicht genug Kugellager haben, oder? Als ich letztes Mal in China war bei dem Importeur, da haben wir also doch schon vereinbart, wir machen demnächst so, dass wir eine Rolle bauen in dieser Richtung hier. Die hat, weiß ich jetzt, 2, 3 Kugellager, 4 Kugellager in der Rolle. Wir packen da noch 8 Stück rein, dann verkaufen wir die Rolle mit 12 Kugellagern. Ne? 3 eingebaute und 9 Stück im Karton oder ähnliches. Das war so die Tendenz. Wurde auch fast gemacht, aber dann haben wir doch davon abgelassen. Es gibt natürlich, Kugellager haben ihren Wert, wenn sie an der richtigen Stelle sitzen. Aber man muss nicht auf Teufel komm raus Kugellager noch Rolle haben. Eine Rolle mit 2 Kugellagern kann besser laufen als eine mit 10 Kugellagern. Wichtig ist in Teile, dass man eine vernünftige Spule hat, die Bremse richtig einzustellen ist. Da sollte jeder darauf achten. Wenn man den Zweck, wenn es den Zweck erfüllt, sollte man eventuell an so eine Freilaufrolle denken. Das ist also eine Rolle mit 2 Bremsen. Einmal ist die Bremse ganz normal hier oben einzustellen. Dann gibt es einen Freilauf, da legt man den Hebel um. Dann kann der Fisch, Moment, ist das locker, dann kann der Fisch ohne Probleme die Schnur runterziehen. Und sobald man kurbelt, springt automatisch die normale Bremse wieder rein. Es kommt natürlich auf den Zweck an, wofür das gebraucht wird. Was heute natürlich wichtig ist, da immer mehr geflochtene Schnüre genommen werden, dass von der Qualität her auch was einigermaßen Vernünftiges ist. Wobei einigermaßen vernünftig nicht heißt 100 Euro, sondern es gibt auch vernünftige Rollen für 20 bis 30 Euro. Es wird heute viel, viel Schindluder mit dem Preis getrieben. Also zu viel genommen für das, was es ist. Das Madenverkaufen macht dir so gar nichts aus, da so in die Vollen zu greifen. Ja. Am ersten Tag habe ich gedacht, das schaffe ich nie im Leben. Aber mittlerweile stört mich das überhaupt nicht mehr. Oh, die Zombies. Da könnte ich ein Butterbrot zu essen, wenn ich es ausmache. Aber die Zombies, die packst du noch nicht alleine. Nee, die fasse ich nicht an, weil die zwicken ja auch. Die zwicken auch. Nee, die packe ich nicht an.